Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 2 Eissturm Let's Plays. Ich bin der Kalin, ihr schaut Weeblay Games for You. Und wir stellen heute Banyan, den Captain Kick, vor. So, Stift ist in der Hand, los geht's. Oh nein, wir werden schon wieder befallen. Von den gleichen Honks auch noch. Echt, ey. Schießt als erster ein Tor. Wallside, du Depp. Okay, das hat gut geklappt. Junge. Der Turm. Und ich sag dir, du machst den jetzt rein. Heben, volle Pulle, der läuft sogar noch in die andere Richtung. Vielleicht wird das Zeit für Toris erstes Tor. Natürlich. Rumgecheatet, ist ja klar. Durchsetzen. Oh nein, wir haben den Ball abgenommen bekommen. Wir brauchen unbedingt wieder TP. Wir können nicht schießen. Volle Pulle. Vielleicht haben wir ja Glück. Ausweichen. Na, es klappt natürlich. Mann, ich kotze das an. Ne? Jetzt verlieren wir hier dieses Kackspiel. So ein blödsinniges 4 gegen 4. Lächerlich. Grätschen. So, sehr gut. Ja, toll, habe ich Sachen verloren. Hast du schon deinen Geist befreit, Mark? Oh, hallo, Banyan. Kapitän Kick, würde es dir etwas ausmachen, Scott kurz beim Üben zuzuschauen? Scott beim Üben? Ja, ich will, dass du dir ein Bild von seinen Fähigkeiten machst. Er kann eine Technik 100-mal am Stück üben, ohne außer Atem zu kommen. Ist das nicht unglaublich? Tatsächlich. Banyan, hast du unseren Gästen schon wieder einen Streich gespielt? Was? Ich lasse dich jetzt auf keinen Fall auf den Rasen. Nicht einmal zum Üben. Jetzt tu, was man dir gesagt hat und setz deinen Putzdienst fort. Meinst du nicht, dass du etwas hart zu ihm bist? Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Die lassen mich niemals mitspielen. Scott, warte! Kapitän Kick, Warum so starkköpfig? Der wird schon seinen Grund haben. Scott, wo gehst du denn hin? Zurück zum Üben? Was meinst du denn, wo ich hingehe? Ich werde es ihnen heimzahlen. Tag für Tag lassen sie mich von morgens bis abends immer nur diesen dämlichen Putzdienst verrichten. Ich werde ihnen zeigen, was passiert, wenn sie mir so auf der Nase herumtanzen. Mal sehen. Wie werde ich es ihnen heimzahlen? Was für eine Falle werde ich ihnen legen? Werd erwachsen, Scott. Meinst du, dass so ein Verhalten dazu führen wird, dass du sie dich auf dass sie dich auf den Fußballplatz lassen? Kein Wunder, dass sie dich nicht spielen lassen. Halt die Klappe. Wer hat denn dich überhaupt gefragt? Ich habe mir schon vor langer Zeit geschworen, dass ich mir nichts gefallen lassen werde. Glaubst du echt, deine kleinen Streiche seien eine Lösung für dieses Problem? Da musst du einfach drüber stehen. Wenn du etwas beweisen willst, dann zeig einfach, was du wirklich drauf hast. Du gehörst doch schließlich zum Fußballteam. Gib dir einen Ruck, Scott. Übe mit uns. Wenn du noch besser wirst, kannst du es den anderen wirklich zeigen. Ich helfe dir. Du? Ich habe keinen Grund, mich mit dir abgeben zu wollen. Aha, ich verstehe. Du hast einfach Angst davor, es überhaupt zu versuchen.
Nein, das stimmt nicht. Ich tu's. Ich werde es ihnen beweisen. Ich werde es allen beweisen. Na also, Scott, dann lass uns anfangen. Ich will ehrlich zu dir sein. Du kannst überhaupt nicht gut schießen. Als Stürmer wärst du nicht zu gebrauchen. Aber deine Fähigkeiten würden es dir erlauben, ein hervorragender Verteidiger zu werden. Ey, wer hat dir denn erlaubt, über mich zu urteilen? Jetzt legt Celia aber so richtig los, nicht wahr, Sharp? Schon. Früher im Waisenhaus wurde sie von den anderen Kindern oft gehänselt und niemand wollte mit ihr spielen. Ich habe mich damals um sie gekümmert. Sie sieht wohl in Scott einen alten Teil von sich selbst, deshalb will sie ihm helfen. Aber Scott wird doch gar nicht von allen geärgert, oder, Kapitän Kick? Die Schule putzen, den Fußballplatz aufräumen, das ist Teil eines Trainings, oder? Es ist dir also auch aufgefallen. Ich habe es mir schon gedacht, als ich Scott überall herumrennen sah. Du bist ein guter Beobachter. Alles, was ich Scott aufgetragen habe, ist eigentlich ein grundlegendes Fußballtraining. Ich bin mir natürlich voll und ganz über das Ausmaß seiner Fähigkeiten bewusst. Einmal habe ich ihm auch erlaubt, mit uns zusammen zu trainieren, aber sein Temperament kommt ihm ständig in die Quere. Er gerät bei der kleinsten Sache aus der Fassung, nicht wahr, älterer Bruder? Ja, jüngerer Bruder. Einmal kam zum Beispiel ein Pass von mir nicht genau genug bei ihm an. Es war ein Versehen. Scott wurde sehr wütend und beschuldigte mich, ihn mit Absicht schlecht dastehen zu lassen. Er kann sich nicht kontrollieren. Genau deswegen dachte ich mir, dass sein Einzeltraining ihn die nötige Disziplin lehren würde. Aber er denkt, dass er schlecht behandelt wird. Er hat Probleme damit, anderen zu vertrauen, oder? Naja, nach dem, was seine Mutter ihm angetan hat, ist das auch verständlich. Was ist denn passiert? Das ist jetzt wohl schon über 10 Jahre her. Banyan war noch sehr klein und musste die meiste Zeit weit weg von seiner Mutter leben. Eines Tages kam sie zurück zu ihm. Als sie endlich bei ihm war, muss er sehr glücklich gewesen sein, aber sie verließ ihn am Bahnhof und verschwand für immer. Die Nachtwächter am Bahnhof wollten ihn schließlich wegbringen, aber er ließ es nicht zu. Er wartete immer weiter auf sie. Seit er hierher zur Cloister kam, konnte er niemandem vertrauen. Er fürchtet, dass sein Herz noch einmal gebrochen wird. Das ist also Scotts Geschichte. Wir haben leider sehr viele Kinder wie Scott hier bei uns in der Schule. Unser Training von Körper und Geist bereitet uns auf das spätere Leben vor. Ist es nicht so, älterer Bruder? Ja, jüngerer Bruder, aber Banyan ist noch zu unreif. Er ist nicht bereit, mit uns auf den Rasen zu treten. Damit wisst ihr jetzt über die ganze Situation Bescheid. Ich hoffe, ihr versteht, warum wir Scott so behandeln. Ich verstehe, warum ihr so handelt, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Mark, er ist so begeistert von Fußball, aber wenn er immer nur die Schule putzen muss, wird seine Begeisterung bald verschwinden. Vielleicht lernt er ja so die Grundlagen, ohne es zu wissen, aber er ist nicht mit ganzem Herzen dabei. Das ist nicht der Fußball, den ich liebe. Der Fußball, den du liebst. Bitte, gebt ihm noch eine Chance. Ich werde ihm erklären, dass er sein Temperament in Zukunft zügeln muss. Was bist du doch für ein ungewöhnlicher Mensch, Mark? Was veranlasst dich dazu, dich so für jemanden einzusetzen, den du gerade erst kennengelernt hast? Ich weiß, wie schwer es für jemanden ist, der mehr als alles andere einfach nur Fußball spielen will, aber nicht darf. Du meinst Steve und die anderen. Einverstanden, ich nehme deinen Vorschlag an, aber nur unter einer Bedingung, die da wäre. Die Bewohner von Kyoto haben uns darum gebeten, einen verdächtigen Typen für sie zu finden und zu stellen. Einen verdächtigen Typen? Ja, die Leute in der Stadt machen sich wegen diesem Burschen schon länger Sorgen. Wir haben eine Menge Beschwerden über ihn gehört. Ich möchte, dass ihr ihn fangt und Ruhe und Frieden wiederherstellt. Er ist sehr schnell. Nicht einmal die Polizei war in der Lage, ihn zu fangen, nicht wahr, älterer Bruder? Richtig, jüngerer Bruder. Wir würden uns ja selbst darum kümmern, aber wir müssen uns bald der Alias Academy stellen. Was meinst du? Könnt ihr diesen Burschen für uns finden? Ich verspreche, dass Banyan sich danach auf dem Fußballplatz beweisen darf. In Ordnung. Wir finden diesen Störenfried und danach hältst du auch dein Versprechen. Er ist wahrlich ein bemerkenswerter junger Mann.
Was? Einen Bekloppten finden, der Kyoto in Aufruhr versetzt? Warum müssen wir uns mit sowas herumärgern, nur wegen diesem kleinen Rabauken? Urks, der Geschmack von diesem scharfen Reisbällchen klebt immer noch auf der Zunge. Nie wieder scharfes Essen. Also ich verstehe schon, warum du Scott eine Möglichkeit geben willst, richtig Fußball zu spielen. Ja, aber morgen kommt schon Epsilon. Haben wir da überhaupt Zeit für so eine sinnlose Schnitzeljagd? Wir sollten lieber eine letzte Trainingseinheit einlegen, solange wir noch Zeit dafür haben. Wieso machst du dir denn so viele Sorgen, Nathan? Sorgen? Ich versuche doch nur, die Dinge realistisch zu sehen. Nathan, immer mit der Ruhe. Gut, ich gebe euch die Erlaubnis, diesen geheimnisvollen Kerl zu suchen. Ich gebe euch Zeit bis heute Abend. Wenn ihr ihn bis dahin nicht gefunden habt, habt ihr eben Pech gehabt. Alle anderen trainieren jetzt bitte wie geplant weiter. Aber Trainerin... Danke, Trainerin. Scott wird das sicher zu schätzen wissen. Also los. Wir sollten hier nicht einfach streitend herumstehen. Das ist doch nicht gut für den Teamgeist. Ich muss zugeben, dass ich neugierig darauf bin, zu sehen, was dieser Scott Banyan alles kann. Genial, auf geht's, suchen wir diesen geheimnisvollen Typen. Zuerst müssen wir Informationen sammeln, reden wir mit ein paar Leuten in der Stadt, vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Hallo, ich will in den Bus mich aufheilen. Also es tut mir leid, wenn solche Momente sind, ne, dass du automatisch aus dem Bus gekickt wirst, dann solltest du auch automatisch vollgeheilt werden. Alles andere ist Blödsinn, meines Erachtens. Also, ist keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich da ein bisschen affig. Kennst du den, Mark? Natürlich, wir sind Freunde. Mit dir habe ich hier in Kyoto nicht gerechnet. Was treibt dich hierher? Ich bin hier auf der Suche nach etwas. Auf der Suche? Ja, ich habe gehört, es sei hier in Kyoto aufgetaucht. Aber ich glaube, mit euch zusammen habe ich mehr Spaß. Ich habe gehört, dass ihr nach diesem geheimnisvollen Typen sucht. Darf ich mich euch anschließen? Aber klar doch, du kannst uns ja helfen, ihn zu finden. Javier hat sich dir angeschlossen. Wie konnte er wissen, dass wir nach dem geheimnisvollen Typen suchen? Wahrscheinlich ist er der geheimnisvolle Typ. Ab in den Bus. Und vollgeheilt. Ja, ich hab's gewusst, wir waren nicht vollgeheilt. Lächerlich. Sowas ärgert mich. Schlechtes Game Design. Sag mal, ich werde doch hier aus dem scheiß Bus wieder raus können. Okay, so. Dieser seltsame Mann lungert die ganze Zeit vor dem Geschäft herum. Gruselig. Gibt's hier einen, der vor dem Geschäft rumlungert? Nirgendwo hin? Bist du auch ein Tourist? Nee, ist das Blödsinn? Nee, das war ein Händler. Du kannst hier nicht vorbei. Ich werde ihn allein finden. Wovon ich rede, das ist geheim. Okay. Vielleicht doch nochmal mit der Polente reden. Was, ihr sucht im Namen der Kloster Divinity nach dem mysteriösen Störenfried, Was, ob ich mir gerade gedacht habe, dass Kinder wie ihr sowieso nicht helfen könnt, aber nein. Was hältst du von dieser Anstecknadel? Nicht schlecht, was? Die gibt's nur in Kyoto. Angeblich gibt es in Tokio jemanden, der alte Anstecknadeln sammelt und sie gegen andere Dinge eintauscht. Ich würde ja mit ihm tauschen, aber ich will nicht nach Tokio. In den großen Städten gibt es viel zu viele Spinner. Ach, wie wunderschön der Anblick einer Geisha ist, die unter dem Herbstlaub spazieren geht. Alles klar. Heute ist mein erster Tag als Geisha-Lehrling. Wünscht mir Glück, mein Weg zu wahrer Schönheit beginnt hier. Ach, geh doch weg, du Kuh. Geh weg. Blödvieh. Okay. Nur was er zu sagen hat. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach dem verdächtigen Typen, der hier den ganzen Ärger gemacht hat. Jetzt, da du es sagst, fällt mir ein, dass Ken darüber gesprochen hat, dass er den Kerl fangen will, um ein Held zu werden. Vielleicht weiß er ja etwas, was euch weiterhelfen kann.
Ich habe ihn zuletzt am Zugang zu der kleinen Gasse gesehen, die hier die Straße runter ist. Rede doch mal mit ihm. Okay. Ist ja ein ganz netter Tipp. Jetzt müssen wir nochmal ein Match bestreiten. Ah, gegen die Taliban wieder. Und du machst ihn rein jetzt. Volley, volle Pulle. Halbe Pulle. Oh, oh. Besser als erwartet. Und jetzt machst du ihn rein. Dragon Ball. Sicher ist sicher. Er versucht's aber. Sehr gut. Tor ist aber trotzdem drin, ne? Weiter so, Raimon! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile nicht so der Fan bei Go davon, dass es keine Zufallskämpfe mehr gibt. Es sollten doch wieder Zufallskämpfe drin sein, weil du viel besser levelst als jetzt zum Beispiel hier, jetzt im Vergleich zu Go. Wer mir folgen kann, der ist gut. Wir speichern an der Stelle mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.